Herzlich willkommen zum Discover Media. Hier unten haben wir eine Schaltfläche, da können wir raufdrücken. Dann ist das System aus, da gibt es verschiedene Screenshots hier mit Uhren, die man nutzen kann. Hier oben wieder raufklicken, das geht nicht, sondern man muss hier einmal auf den Schalter drücken und dann erfährt man hier quasi das normale Infotainment. Und das gehen wir jetzt einfach einmal durch. Telefon. Da gibt es jetzt hier die SOS-Funktion und wir könnten ein Telefon verbinden, Mobiltelefon auswählen. Das funktioniert aber erst, wenn man ein Gerät verbunden hat. Haben wir jetzt aber nicht. Aber das wäre hier der Telefonbereich. Und wenn das Telefon verbunden ist, dafür ist es wichtig, dass man das Bluetooth einmal am Telefon aktiviert und auch sichtbar schaltet. Am besten ist es Bluetooth online schalten, also anschalten, wenn möglich in den Bluetooth-Einstellungen im Handy sichtbar schalten, und dann werden die Geräte in der Regel gegenseitig angezeigt und man muss an beiden Geräten alle Bestätigungsnummern und Mails und Freigaben bestätigen, und dann ist das Gerät verbunden und wir können es dann vielfältig nutzen, sowohl als Telefon als auch Medienquelle oder über App Connect wäre dann hier auch die Android Auto und Apple CarPlay verfügbar. Dann gehen wir in Radio. Hier haben wir ganz normal eine Senderliste. Hier könnten wir noch auch wechseln in das Webradio. Die sind jetzt hier alphabetisch sortiert. Wir können hier in Medien wechseln. Wenn ich jetzt Bluetooth hätte, dann gäbe es hier auch vielleicht eine Medienliste. Hier oben gibt es Favoriten. Das kann ich einmal zeigen. Wir gehen mal auf Bremen 2 zum Beispiel und drücken da länger drauf, hinzufügen. Jetzt gehen wir auf Favoriten. Jetzt sehen wir hier Bremen 2. Da kann ich natürlich auch noch weitere hinzufügen oder ich kann auf Bearbeiten gehen und den zum Beispiel löschen. Oder den auch. Oder ich klicke wieder drauf und dann kann ich den aktuellen hinzufügen. Aber besser ist es natürlich, wenn man dann hier zum Beispiel auf den Bollerwagen wechselt, in Anführungsstrichen, das ist jetzt keine Senderempfehlung, und dann wird es hier hinzugefügt werden. Dann gehen wir weiter. Nutzer. Ja, man kann verschiedene Nutzer anlegen, die auch auf unterschiedliche Schlüssel, also es gibt einen Hauptnutzer mit Hauptschlüssel, definiert werden können. Und dann, ich mache einmal die Zündung an. Dann kann man jetzt hier Plus. Dafür braucht man allerdings ein V-Connect-Konto bei Volkswagen. Da kann man sich jetzt hier registrieren, wenn man Internet hat. Und damit könnte man dann verschiedene Sachen machen. Einstellungen speichern, Datenschutz zustimmen. Das taucht dir zum Glück nicht ständig auf. Aber es ist hier immer mit dabei. Dienste Privatsphäre deaktiviert. Das sind hier quasi immer hier oben die Datenschutzsymbole. Und wenn ich nach links mache, das ist genauso, als wenn ich das runterziehe. Das ist dasselbe Menü. Rechts Benachrichtigung und Datenschutz. Und hier Start, Stopp kann man hier ausstellen. Einfach drauf drücken. Dann kann ich hier zum Beispiel nach Hause navigieren, Navigationsansagen, hier die Display-Helligkeit einstellen. Es gibt auch ein dunkles, wenn man das möchte. Dann kann man das wieder wegmachen. Dann gehen wir mal weiter. Also ich nutze immer den Gast. Wenn man alleine oder zu zweit fährt, ist das in der Regel auch ausreichend. Aber man kann sich das natürlich noch konfigurieren mit Einstellungen etc., wenn man dazu Lust hat. Klang. Das gilt sowohl für alle Medienquellen als auch für die Radiosender. Hier kann ich jetzt hoch und runter und die dann einstellen. Und wenn ich jetzt hier mache, werden die wieder zurückgesetzt. Dann gibt es den Fokus. Kann ich auch irgendwo anders hinsetzen, zum Beispiel auf den Fahrer. Oder zentrieren. Lautstärke. Ja, wie laut die Radio sein soll, die Sprachbedienung, die Anpassung der Geschwindigkeit. Also wenn ich jetzt schneller fahre, das macht sich dann auch lauter, wenn man das hier entsprechend einstellt. Ansagen. Ist jetzt auf ausführlich gestellt, man kann auch verkürzt oder nur Hinweiston, also dann piept das kurz und dann war es das, oder man kann das auch ausschalten. Aktiv, man kann sie auch ausschalten, also das wäre so, da braucht man nur raufklicken. Bei Anruf, ja, sind sie an,
Lautstärke, Ansage, Infotainment, Lautstärke, leiser stellen. Also Infotainment wird dann leiser gestellt, wenn die Navigationsansage tätig ist. Dann gehen wir zurück. Ambiente Licht. Hier gibt es verschiedene Lichtstimmungen, die man sich auswählen kann, und die Helligkeit. Also braucht man dann hin und her schieben. Das kann man natürlich im Dunkeln besonders gut sehen. Hier können wir Infinity, Euphoria, Vitality, Individual oder Automatisch oder auch Aus. Das ist ja auch eine Funktion, die manchmal ganz sinnig ist. Wenn man jetzt davon zu sehr geblendet wird, dann würde man es einfach ausmachen. Dann machen wir nochmal Individual. Hier kann man jetzt Farbe 1 und 2 und die dann auch noch in Bereiche aufteilen. Hier ist nochmal die Helligkeit, die wir in dieser Übersicht auch nochmal individual dem einzelnen Bereich zuordnen können. Also wenn ich jetzt hier Türinnenverkleidung ist dunkler haben will und hier unten heller, dann würde ich das hier einfach eingeben. Und hier habe ich dann nochmal Einfluss auf die Farben. Ihr seht, wir haben damit jetzt auch gleich das hier angepasst. Ich mache das mal wieder so ein bisschen blauer. Gehen dann auf Modi und nutzen automatisch. Gehen wieder zurück. Dann haben wir hier wieder dieses klassisch Blau. Ambiente Licht, Klang hatten wir. Fahrzeug machen wir gleich noch. Ich mache mal kurz hier unten die Sachen fertig. Rechtliches, ja, Lizenzinformation ist ja klar, dass die Rechte bei den entsprechenden Herstellern dienen und dass das hier nur zur Demonstration ist. Dann gibt es hier einen Shop. Da kann man dann Sachen, Lizenzen kaufen und Sachen freischalten, wenn man sie denn noch nicht von Grund auf bestellt hat. Hilfe ist nochmal eine Erweiterung zum Aufbau, zur Bedienung und zur Anpassung. Wenn ihr Sachen nicht finden solltet, also in diesem Video, das euch nicht ausreicht, könntet ihr da nochmal hineinschauen. Dann gehe ich weiter, nochmal in Hilfe. Hier gibt es auch Sprache, also Sprachhilfe, wie man was wie eingeben kann, auch Telefon, Medien, Klima allgemein. Also das System arbeitet nach dem, was ihr sagt, und gemessen an ganz neuen Systemen ist das hier natürlich noch nicht so ganz auf dem Stand der Technik, aber man kann so ein paar Sachen damit steuern. Dafür ist es aber sinnig, dass man auch weiß, mit welchen Befehlen er was anfangen kann. Assistenten, das ist hier Front Assist, also der Notbremsassistent. Hier kann man diverse Sachen einstellen. Es ist immer sinnig, das alles anzumachen. Da macht man ja nichts falsch mit. Müdigkeitserkennung, Spurhalteassistent, Lenkradvibration kann ich ja nochmal dazu nehmen. Das ist die Verkehrszeichenerkennung. Geschwindigkeitswarnung kann ich zum Beispiel mal Anzeige und Ton. Warnen bei 0, naja, das ist immer so eine Sache. Ich mache mal 5. Anhänger berücksichtigen kann man hier dann zum Beispiel noch machen und die Geschwindigkeit für den Anhänger auch noch festlegen, damit ihr wisst, dass ihr nicht zu schnell unterwegs seid. Finde ich auch eine ganz praktische Sache. Das war der Spurhalteassistent, das war die Müdigkeitserkennung. Die ist aktiv, Müdigkeitserkennung auch wieder, und das müsste ja dann genau die Abstandsregeleinheit sein. Und hier können wir auswählen Mittel, Groß, sehr groß, klein, Vorschau, Streckenverlauf. Das bedeutet also, wenn eine Ortschaft vor mir ist, die dann 50 km/h hat, dann würde er vor der Ortschaft schon mal die Geschwindigkeit wegnehmen, wenn das ACC arbeitet. Das nennt man auch IQ Drive in Gesamtheit oder Travel Assist in der Kombination. Also die Begriffe ändern sich so ein bisschen. IQ Drive ist eigentlich so der Oberbegriff. Vorschau, zulässige Geschwindigkeit, dass er schon mal vorab angezeigt wird. Wenn man hier reingeht, dann hat man das Ganze nochmal als Menüform, und das Einzige, was uns fehlt, wäre das hier. Die ökonomische Assistent ist aktiv. Wir haben ja die Möglichkeit über Mode, also Fahrprogramme, da ist hier unterhalb so ein Schalter noch, diese Schnellstartschalter, ökonomisch, Komfort, Sport oder Individual auszuwählen, wenn man Individual macht und dann das hier auswählt, dann gibt es hier all die Punkte, die man nochmal einstellen kann, wenn man das denn möchte. Das hier ist ein 1,5 Liter TSI, da braucht man nun also nicht dringend oder unbedingt den Sportmodus. Die Assistenten haben wir, den Shop. Setup. Setup ist im Prinzip alles, was mit dem System zu tun hat. Also die Systemeinstellung steht hier auch nochmal.
Hier können wir die Mobilgeräte verwalten, haben wir ja vorhin schon drin, auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Hier haben wir Systeminformationen, welche Hardware, welche Software, ABT-Hardware, Software, Navi-Datenbank ist 2212. Da müsste es eigentlich auch schon eine neue geben, aber die ist hier anscheinend noch nicht drauf. Hier haben wir das Copyright und jede Menge Informationen. Dann gibt es einen Konfigurationsassistenten, den man auch wählen kann. Der startet sonst auch, wenn man das System zurückgesetzt hat. Jetzt fehlt hier noch das Fahrzeug. Das ist so ein bisschen auf so eine Art Blättermodus aufgebaut. Hier haben wir Service. Dann sehen wir, wann der nächste Service fertig ist. Hier auch wichtig, Scheibenwischer in Service-Position. Wenn der Scheibenwischer normal vorne in der Scheibe ist, dann könnt ihr ihn nicht wechseln. Deswegen das einmal aktivieren, dann fährt der Wischer einmal hoch und dann kann man die da oben austauschen. Das ist viel komfortabler. Das passt. Start, Stopp kann man ein- und ausschalten. Das war deaktiviert, jetzt ist es aktiviert und hier haben wir den Reifendruck. Den könnten wir jetzt mit Z, wenn man ihn richtig gestellt hat oder verändert hat, könnte man hier einmal Z drücken, dann speichert er ihn ab und wenn er Reifendruck verliert, dann würde er nochmal wieder zurückspringen. Dann gehen wir auf die Daten. Hier haben wir die drei Fahrdaten. Ab Start, Langzeit, Abtanken. Dann gehen wir einmal auf Fahrzeug. Hier haben wir erstmal den Außenbereich, Komfortlicht. Also da sind so Sachen wie Nachleuchtzeit, Begrüßungslicht, Verabschiedungslicht, Spiegel. Synchron verstellen, absenken im Rückwärtsgang, das ist auch ganz sinnig. Dann kann man unten besser den Bordstein sehen beim Rückwärtsfahren. Hier bei den Reifen haben wir wieder die Set-Warnung. Dann können wir hier für Winterreifen was einstellen und eine Geschwindigkeitswarnung hinterlegen. Fahrlicht, Einschaltzeit, Mittel, automatisches Fahrlicht bei Regen, Komfortblinken, Reiseverkehr, also Rechtsverkehr oder wenn ihr nach England fahrt, dann könnt ihr auch Linksverkehr. Das ist ja heute alles relativ unkompliziert mit den neuen Scheinwerfern. Dann wird das hier einfach umgestellt und dann leuchtet er anders aus. Dann gehen wir nach innen. Cockpit und Innenlicht, ich mache mal Cockpit. Ökonomische Tipps zum Fahren, also wenn man zum Beispiel hoch oder runter schalten soll, das würde er einem dann ansagen. Und hier kann man noch ab Start und Langzeit zurücksetzen. Dann haben wir das Innenlicht, Instrumente und Schalterbeleuchtung ist das auf Maximum. Das Design ist hell, kann ich auch auf dunkel machen. Ihr seht, das hatten wir vorhin schon kurz. Da kann man dann zurückgehen und das einstellen. Hiermit können wir auch immer wieder zurückgehen. Das war das Fahrzeug. Dann haben wir diesen Bereich im Wesentlichen durch. Ich komme gleich noch zur Navigation. Aber erst nochmal, wenn ich hier drauf drücke, dann habe ich halt immer dieses Menü. Da kann ich nochmal runter. Und hier habe ich Navigation, wenn die Karte denn da ist. Hier habe ich Fahrzeug, hier habe ich Telefon und da habe ich Musik oder Medien. Hier haben wir einen Langzeitwert. Abtanken, das sind nochmal die Fahrdaten, die kann ich hier auch abrufen. Nutzer, Medien, Hilfe, das ist nochmal so eine Schnellstart-Auswahl. Jetzt gehen wir hier mal drauf. Dann kommt nämlich wirklich die Karte, wenn sie denn da ist. Momentan ist sie aber drüben im Digital-Cockpit. Karte im Kombi-Instrument anzeigen. Wenn ich das deaktiviere, das kann ich auch aktivieren, das würde wieder hier sein, dann haben wir hier die Karte. Und wenn ich hier drauf drücke, dann haben wir hier keine Karte mehr, dann wird sie nur drüben angezeigt und umgekehrt. Auto, Nacht und Tag ist quasi der Sensor, der festlegt, welches hier jetzt angezeigt wird. Also das hier wäre jetzt das Tagdesign vorher. Jetzt ist Nacht. Jetzt gehe ich hier wieder rauf. Dann nehme ich mal Auto. Jetzt ist Tag, deswegen zeigt er auch Tag an. Und das ist Auto-Zoom. Damit passt er dann immer die Größe der Geschwindigkeit und der jeweiligen Fahrstrecke an. Also auf der Autobahn ist natürlich der Maßstab ein anderer als jetzt im Ortskern, wo ich eng abbiegen muss. Das ist eine ganz sinnvolle Einstellung. Hier haben wir jetzt die Nordausrichtung 2D. Das ist die normale 2D-Ausrichtung und das ist 3D, auch wenn es nicht dran steht. Aber das erkennen wir daran, weil das so ein bisschen Sicht hebt. Dann können wir hier die Lautstärke festlegen, höher, runter. Man kann das auch ausstellen oder anstellen. Hier kann man die Ansage, wenn man da drauf drückt, einfach wiederholen lassen. Und wenn wir hier auf die Lupe gehen, dann wird als erstes immer dieses Netzwerk angezeigt, was man sich im Laufe der Zeit erarbeitet. Ich
kann ja einfach mal eine Adresse eingeben, zum Beispiel Bundestag und dann mache ich noch Berlin. 36 Einträge, schauen wir mal, Verwaltung, Platz der Republik 1. Als Sehenswürdigkeit kann ich das ja mal nehmen. Und jetzt wird hier einmal angezeigt, wie das da aussieht. Hier unten drücke ich jetzt einmal. Dann wird die entsprechenden Routen rausgesucht, also hier über die A24 oder unten über Hannover oder hier über Lüneburg und ja, in der Nähe von Gartow, das ist so übers Land, das ist aber eine Stunde mehr, ist vielleicht von der Landschaft ganz schön, aber je nachdem, welches bitte Ziel ihr gerade habt. Wenn man jetzt keins auswählt, dann nimmt er einfach das, was vorgeschlagen wurde. Ich breche das Ziel aber nochmal ab, dann gehe ich zurück in die Ziele. Dann sehen wir jetzt hier, dass der Bundestag hinzugefügt wurde. Wenn ich jetzt übrigens so drauf drücke, dann wird direkt die Route angewählt, ohne dass die Routen angezeigt werden. Jetzt mache ich das aber nochmal langsam. Wenn ich jetzt hier klicke, dann kann ich, das war falsch, habe ich daneben geklickt. Ich kann hier dann wieder so eine Übersicht machen. Und ich kann mit diesem Symbol, das mache ich auch gleich nochmal, anzeigen, was ich einschränken möchte. Wenn ich das hier zum Beispiel wähle, dann kann ich hier oben nochmal mir die Streckenlänge anzeigen lassen. 333 zu 310. Also das hier ist schneller und kürzer. Und das hier unten mit plus 40 wäre hier unten und wäre 430, also deutlich länger, aber das dachten wir uns ja schon bei dem Schlenker. Wie gesagt, wenn man das Ganze jetzt hier so ein bisschen kleiner macht, dann kann man das hier wieder die Routenübersicht auswählen. Und wenn man hier drauf geht, kann man meiden. Autobahnen meiden, Mautstraßen meiden, Vignetten meiden, außer in. Und hier kann ich jetzt die Vignetten hinterlegen, die ich in meinem Land oder in dem Land, wo ich eine Vignette habe, die ich mir vielleicht auch schon vorher gekauft habe, damit sie günstiger ist, auswählen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann wird das auch entsprechend berücksichtigt. Ich kann ja einfach mal Autobahnen meiden und dann würde ja hier natürlich eine ganz andere Routenberechnung machen. Wenn ich sage, oh, das ist ja Blödsinn, dann nehme ich das einfach raus, dann rechnet er wieder oben, dann würde ich hier klicken. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Das Ziel liegt an einer durchfahrtsbeschränkten Straße. Und dann ist gut. So, Ziel, Bundestag. Wie gesagt, einfach auswählen, bitte Route auswählen, okay. Also dann würde er die jeweils blaue wählen. Wenn das aktiv ist, dann haben wir hier so eine Art Streckenverlauf. Und jetzt könnten wir zum Beispiel noch zum Café Johansen in der... Jetzt kann ich entweder als Zwischenziel hinzufügen, ich kann mir das aber auch einmal anzeigen lassen. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier ein Sternchen zu setzen und das als Favorit zu speichern. Ich mache jetzt mal okay, das geht aber nicht so, sondern ich muss da was hinschreiben. Kaffee. Ja, das, wenn man schreiben kann, dann geht es natürlich schneller. Okay, gespeichert. Start. Jetzt fragt er nochmal als Zwischenziel, also ich will vor Berlin dahin oder direkt dahin fahren. Ich mache das mal als Zwischenziel. Dann können wir uns nämlich so eine Route mit mehreren Punkten aufbauen. Jetzt haben wir das Café. Jetzt könnten wir noch sagen, dass wir zu einem Flughafen wollen. Dann gehe ich hier rein, gehe auf Suche. Und habe hier zum Beispiel Tankstellen, Parken, Parkplätze und jetzt mache ich mal Flughäfen oder Hafen in der Nähe. Und wir könnten ja zum Beispiel nach Lübeck fahren. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Start als Zwischenziel. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Jetzt lasse ich mir das mal wieder anzeigen. Das bedeutet, wir fahren jetzt nach Blankensee, zum Flughafen, dann ins Café und dann zum Bundestag.
Ich weiß, das macht nicht so viel Sinn, aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann schiebe ich das nach oben. Bitte dann fahre ich Sie zur angezeigten Route. Dann würde ich erst den Kuchen holen, dann zum Flughafen und anschließend dann zum Bundestag fahren. Wenn ich nun sage, ich möchte den auch als Favoriten festlegen, dann gebe ich dem Herzchen und schreibe jetzt Flug HL. Okay. Als Favorit gespeichert. Dann gehe ich da wieder raus. Dann rufe ich hier wieder meine Route auf. Und hier, beim Bundestag kann ich das natürlich genauso machen. Anzeigen. Kann ich auch ein Herzchen setzen. Bundestag. So ein bisschen schneller machen. Ich wollte nicht gelangweilt werden. Dann haben wir das auch. Dann haben wir schon mal mehrere Favoriten. Und hier die Routenführung. Jetzt erfahre ich gerade, dass unser Zwischenstopp im Blankensee gar nicht notwendig ist. Einmal nur klicken. Dann lösche ich den. Zack, die Route wird neu berechnet. Jetzt holen wir noch Kuchen und dann fahren wir zum Bundestag. Oder wir sagen, wir fahren direkt hin, weil bis dahin ist der Kuchen geschmolzen. Das Ziel liegt an einer durchfahrtsbeschränkten Straße. Und jetzt wissen wir im Prinzip, wo wir hinwollen. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich mir das auch nochmal in der Karte anzeigen lassen, wo unser Ziel ist. Und ich könnte mir dann natürlich überlegen, wenn wir da in der Nähe sind, dass wir das dann auch nochmal uns da einen Parkplatz suchen oder so. Wenn ich jetzt nicht mehr navigieren will, weil ich jetzt sage, das ist mir zu spät, wenn wir ankommen, dann gehe ich nochmal auf Ziele. Und jetzt haben wir hier im Prinzip ganz viele als Favoriten gezeichnete Orte und hier Orte, bei denen wir schon mal waren oder die wir zumindest im Navi schon mal eingegeben haben. Dann haben wir eine Übersicht der letzten Ziele. Dann haben wir unsere Favoriten. Jetzt kann ich auch noch mal zu Hause und Arbeit festlegen. Ich kann einfach mal Arbeit. Da könnte ich jetzt die jetzige Position nutzen. Das mache ich aber nicht, weil dann kann ich nicht hin navigieren. Und stattdessen nehme ich jetzt hier zum Beispiel am Klöterbusch, speichere ich das. Wenn ich jetzt hier das Menü runterziehe, dann habe ich hier ja quasi zu Hause. Die Adresse hat er hier noch nicht. Dann lege ich den auch gleich nochmal fest, neu festlegen. Und da nehme ich jetzt als Zuhause das Café Johansen. Das brauche ich jetzt aber nicht Route wählen, sondern das möchte ich jetzt einfach nur hier haben. Dann gehe ich hier wieder rein, dann ziehe ich hier einmal runter und jetzt nach Hause. Und jetzt wird er zum Café Johansen als mein Zuhause die Position wählen. Ich breche das jetzt mal ab, weil wir es nicht brauchen. Ich denke, das Prinzip ist deutlich geworden. Hier sind wieder unsere Vorschläge und man kann sich hier dann so diverse Ziele anlegen, die man als Schnellziele anlegen möchte. Und wenn ich jetzt sage, ich will zum Flughafen HL, da drücke ich da einfach drauf und er startet sofort die Zielführung. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich hier in Suche gehe, ich könnte entweder hier eine normale Adresse eingeben, also Straße, Hausnummer, Ort, oder ich gehe hier in diese Maske, dann hätte ich das noch mal hier so ein bisschen übersichtlicher. Ich kann auch Breiten- und Längengrad eingeben. Könnte man hier zum Beispiel ändern. Und dann gehe ich auf Karte. Und dann würde mir das Gelände in Siljan anzeigen. Drammen, Oslo, Stavanger. Ja. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, das können wir einfach mal machen. Dann seht ihr auch gleich direkt zum Ziel. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Dann seht ihr auch gleich Achtung, mal, wie lange er braucht für so eine Routenberechnung. Das geht ja relativ schnell. Also viele Leute sagen, dass dieses neue System, was jetzt im Golf-Nachfolger kommt, so extrem schnell sein soll. Also das hier ist nicht langsam. Das hier ist nicht immer ganz benutzerfreundlich, weil man sich so ein bisschen einarbeiten muss. Aber von der Routenführung her, das passt alles. Wie gesagt, rausziehen,
Da hätten wir hier nochmal die Geländesachen. Wir haben euch jetzt gezeigt, wie man die Favoriten anlegt, wie man mehrere Ziele anlegen kann, wie man die Ziele verschiebt, wie man sie löscht, wie man sie sofort starten kann. Also ihr habt jetzt hier schon ein sehr gutes Basiswissen. Jetzt gehen wir hier nochmal, also hier Setup, dann in die Einstellung und dann Zielführung. Routenoptionen. Tankwarnung ist aktiv, das heißt also, wenn er auf Reserve springt, dann fragt er mal, ob er eine Tankstelle ansteuern soll. Hinweisschilder, das wird hier alles mit angezeigt. Verkehrszeichen hatten wir, dass das mit angezeigt wird. Das Geschwindigkeitslimit hatten wir vorhin schon. Autobahnen meiden, das sind nochmal diese Routenoptionen, die wir meiden können, die wir auch schon bei der Routenwahl auswählen konnten. Also viele Sachen kann man auch auf unterschiedlichen Wegen ansteuern. Das hier ist die Routenansage, die man hier auswählen kann. Ansagen ausführlich, verkürzt etc. Dann haben wir bei Anruf Lautstärke. Ja, das haben wir im Wesentlichen auch schon mal zum Thema Medien vorhin gehabt. Hier haben wir den Demo-Modus, den kann man jetzt hier auch aktivieren. Wenn man dann ein Ziel auswählt, dann würde er da auch den Demo-Modus anbieten und dann so virtuell da langfahren. Das, denke ich, brauchen wir aber nicht, so fit seid ihr schon. Das Nutzungsverhalten lernen kann man aktivieren. Wenn man jetzt zum Beispiel auf bestimmten Strecken regelmäßig unterwegs ist, dann würde er da die Ziele berücksichtigen wollen und dann für das nächste Mal berücksichtigen. Also wenn ihr auf einer bestimmten Strecke immer dasselbe Ziel habt und immer auf dem Streckenstück einen Stau habt, dann sollte er daraus lernen und umleiten. Dann haben wir die Assistenten als Schnellwahltaste, hatten wir schon, Klimaanlage, Parktronik und den Mode. Den hatten wir schon. Die Klimaanlage kann ich ja noch mal ganz kurz. Es gibt Classic Climate, also die klassische Klimaanlage, die kann man jetzt hier einschalten. Es gibt drei Funktionen, sanft, mittel und intensiv, also alles Automatikmodus, die aber da eine unterschiedliche Zufuhr der Sachen haben, also unterschiedlich schnell laufen. Max AC, also hier könnte man jetzt die Klimaanlage maximieren. Hier könnte man die Umluft einschalten, verschiedene Gewinde, also in verschiedene Ausrichtungen die Luft umleiten. Oder man macht das wieder hier auf klassisch Auto. Hier kann man die Klimaanlage an- und ausschalten. Hier könnte man die Lüftung höher schalten. Aber dann muss man halt den Automatikmodus dann wieder aktivieren, wenn man den haben will. Hier würde es in den Heckbereich gehen, wenn da eine Klimaanlage ist. Damit kann ich den Bereich hinten sperren. Dann können die Leute da hinten nicht selber ran. Das ist Erker. Das wäre quasi eine Art Pollenfilter, den ich jetzt hier aktivieren kann. Dann wird die Luft allerdings so ein bisschen steril, finde ich, aber das muss man natürlich nicht alles unbedingt mögen. Smart Climate wäre ein Automatikprogramm für gewisse Sachen, also wenn ich Füße wärmen will, aber ich kann ja einfach auch die Luft nach unten stellen und die Hitze erhöhen. Interessant oder so ein bisschen umständlich ist auch dieser Bereich hier. Das ist nämlich die Sitzheizung, finden wir auch in diesem Klimatkontroll. Sync ist übrigens, damit die beiden Temperaturen links und rechts identisch sind. Also wenn ich jetzt hier 21 mache und Sync habe, dann ist hier auch 21,5. Und die Sitzheizung kann ich nur ansteuern, wenn ich hier einmal drücke und sie dann hier aktiviere. Dann wird sie hier angezeigt. Ich kann sie hier aber auch nicht ausmachen. Ich muss immer in dieses Menü. Das ist ziemlich umständlich, finde ich, aber das haben die hier so ein bisschen unflexibel gelöst. Ich denke, das war es zum Infotainment. Ich kann noch mal unten die entsprechenden Schalter zeigen, damit ihr das auch gesehen habt. Assistenten, Klimat, Menü, Mode. Da kann ich umstellen und dann da oben immer das entsprechende Bild dazu bekommen. Neben den Vorschlägen gibt es auch die Favoriten und die letzten Ziele. Wenn man hier im Übrigen etwas löschen möchte, manuell, dann könnte man jetzt einfach so nach links schieben, hier drücken oder hier zum Beispiel. Zack, selbiges funktioniert natürlich auch hier.
Zack. Arbeit nicht festgelegt. Dann lösche ich nochmal hier den Flughafen und das Café Johansen. Das ist also ganz schnell erledigt. Einfach entsprechend wischen nach links und dann kann man da löschen. Das war das Infotainment-System bzw. Discover Media. Hier kann ich übrigens doppelklicken, dann komme ich direkt in die Karte. Ich hoffe, das Video hat euch vorangebracht. Wenn ja, gern einen Daumen nach oben. Und wenn ihr euch für das Video bedanken wollt, abonniert gerne den Kanal. Also hoffentlich bis bald. Tschüss.